An einem Herbsttag im Oktober traf ich mich mit Freunden am Parkplatz Brückenpark in der Nähe der Münchstener Brücke in Remscheid. Ziel unserer Wanderung war Schloss Burg in Solingen. Vom Parkplatz aus liefen wir zum Brückenpark mit dem Restaurant Haus Münchsten und der Münchstener Brücke. Wer das Frühstück ausgelassen hat, hat hier bereits die erste Möglichkeit, sich zu stärken. Die Münchstener Brücke ist mit einer Höhe von 107 Metern die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands und überbrückt zwischen Remscheid und Solingen den Fluss Wupper. Die beeindruckende Stahlfachwerkkonstruktion wurde innerhalb von nur 3 Jahren errichtet und 1897 eröffnet. Nur ein kurzes Stück weiter findet ihr die Schwebefähre, mit der man die Wupper überqueren kann. Nicht nur für Kinder, ein echter Spaß. Das musst du gleich alle alleine machen, wenn die Mann kommt. Die Überfahrt kostet für Erwachsene 1 Euro und für Kinder die Hälfte. Es können immer rund 10 Personen mit dem Fährmann übersetzen. In der Infobox habe ich wie üblich einen Link zu Haus Münchsten und der Schwebefähre hinterlegt. Dann geht es auf einem wunderschönen Weg immer an der Wupper entlang bis nach Unterburg in Solingen. Verlaufen kann man sich eigentlich nicht und falls man doch einmal unsicher ist, findet man immer wieder Wegweiser nach Schloss Burg. In Unterburg haben wir auf der Terrasse des Café Meier bei einem Café erst einmal Kräfte für den Aufstieg nach Schloss Burg gesammelt. Dann ging es steil bergauf. Doch wem das zu anstrengend ist, der nimmt einfach ab Unterburg die Seilbahn, deren Talstation ebenso wie der Fußweg ausgeschildert ist. Schloss Burg wurde ab dem Jahr 1130 von Adolf II. Von Berg als neuer Stammsitz der Familie erbaut. Wer das Innere von Schloss Burg erkunden möchte, der hat für 6 Euro, Kinder nur 3 Euro, die Gelegenheit dazu. Ihr könnt nahezu jeden Raum besichtigen. Von Rittersaal und Ahnengalerie über die Kemenate und das stille Örtchen bis hin zur Kapelle und dem Wehrgang. Kinder beeindrucken besonders die Rüstungen, Schwerter und Lanzen. Die Rüstungen waren bis zu 30 Kilogramm schwer und im Sommer liefen die Ritter Gefahr, nicht vom Gegner, sondern vielmehr von einem Hitzschlag niedergestreckt zu werden. Der imposante Bergfried bildete die letzte Zuflucht bei Angriffen.
Enge Treppen führen bis zur obersten Etage, die einen Ausblick in den Innenhof und in die Umgebung bietet. Auf dem Weg zurück wird den Besuchern in den verschiedenen Stockwerken die Geschichte der Bewohner mit dem hier gefangen gehaltenen Siegfried von Westerburg, Erzbischof von Köln, nähergebracht. Ein weiteres Kapitel ist die Kinderverlobung auf Schloss Burg. Die 5-jährige Maria von Jülich-Berg wurde 1496 dem 6-jährigen Johann von Kleve-Mark versprochen. Die Website zu Schloss Burg findet ihr ebenfalls in der Infobox. Im Umfeld der Burg gibt es etliche Möglichkeiten, zu einer Waffel oder einer bergischen Kaffeetafel einzukehren und einige Souvenirs zu erwerben. Wir ergatteten mit etwas Glück einen Platz auf einer der Sonnenterrassen. Zurück sind wir dann nicht gelaufen, sondern haben dieses Mal die Seilbahn mit Sessellift genommen. Da es sich hier um die erste Personenseilbahn in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1952 handelt, hat das Erlebnis einen richtig schönen Retro-Charme. Die einfache Fahrt kostet für einen Erwachsenen 3 Euro, hin und zurück 4,50 Euro und für Kinder ist das Ganze natürlich günstiger. Wer möchte, kann zudem einen geklappten Kinderwagen oder zumindest bergauf ein Fahrrad mitnehmen. Auch zur Seilbahn findet ihr in der Infobox einen Link zur Homepage. Von der Talstation aus liefen wir dann wieder zu Fuß zum Parkplatz. Wer möchte, nimmt den Weg über das Aussichtstempelchen Diederichseck. Es handelt sich um einen kleinen Pavillon mit Säulen, der einen schönen Blick auf das Wuppertal mit der Münchner Brücke bietet. Der Ausflug ist erlebnis- und abwechslungsreich und ist von mir eine ganz klare Empfehlung für einen Tag im Bergischen Land. Auch ich werde den Ausflug vermutlich nicht das letzte Mal unternommen haben.